Oder habt ihr schon mal ein einsames Kaninchen gesehen? Also ehrlich, das Zweiern. Du, das war aber nett drüben in der Kneipe. Ist auch nett. Auch so mit Spiegeln, auch so mit Spiegeln drüben. Da saßen zwei, die waren so vom Lande wahrscheinlich. Und die saßen vor diesem großen Spiegel in dieser Kneipe. Sagte eine plötzlich zum anderen, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, sagte der andere, du, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Du, ich geh mal hin, ich frag mal, der steht auf, sagt er, bleibt sitzen, der kommt schon. Also, wahnsinnig. Kinder. Du, in der Kneipe war was, in der Kneipe war was los. Da kam ein baumlanger Neger rein mit so einem bunten Papagei auf der Schulter. Ich sag, wo hast du den denn her? Aus Afrika, sagt da der Papagei. Also da war Stimmung, du. Wahnsinnig. Da war was los. Kam Lilliputaner rein, knallte sich an Tresen, bestellte sich einen doppelten Vierfachen, diesen polnischen Landwein, weißt du? Wodka mit vorgelutschtem Eis. Kippt den runter, so brrr, das zieht einem ja alles zusammen, sagt, da wird keine Beschwerden, du bist schon so klein reingekommen. Da war Stimmung genommen. Ne? Oh ja, du, das war aber eine Kneipe. Ihr habt ja einen Augenblick Zeit heute Abend, pass auf, das muss ich erzählen. Da saß ja wohl, an einem der Tische saß eine Blondierte. Also bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Könnt ihr vorstellen, also die war so in dem Alter, wie soll ich sagen, die war in dem Alter, wo die Rose zur Hagebutte wird. So ein nächtlicher Raubvogel, also die hatte die Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht, also wunderschön. Ja, Augen hatte die, also, und die schielte, die konnte ihre Rente an zwei Schaltern abholen. Also ehrlich, aber einen schönen Ton hatte sie, eine Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich, also wunderschön. Und ehrlich, Kinder, Freunde, was die sich ins Gesicht gespachtelt hatte, dafür würde Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre in Zucht auskommen. Also ehrlich, aber Kinder, eine Nase, ein Gewürzprüfer, also sowas Großes habe ich noch nie gesehen, die konnte beim Duschen rauchen, also ehrlich, und ein Mund, Freunde, ein Mund wie ein altdeutscher Wohnzimmerschrank, also nicht so antik, aber so geräumig, weißt du, ja, ehrlich, die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sagen, also ehrlich, ein Mund, also ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, und ich habe nichts gegen Ohren, aber Satteltaschen gehören ans Fahrrad. Pass auf. Ja, und eine Zunge, die kann einen Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Also, pass auf. Freunde, Spaß beiseite. Sie war nicht gerade, wie soll ich sagen, sie war nicht gerade sinnlos hübsch. Aber sie hatte eben alles, was ein Mann sich wünscht. Bart, Muskeln. Ne? Gut besuchte Bluse. Kinder, die hatte ja ein Dekolleté, die trug den Nabel als Brosche. Die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen, also sowas hatte ich seit meiner Entwöhnung nicht mehr gesehen. Also die hatte, ja, mir taten richtig die Haftschalen weh, also ehrlich, Beine bis oben hin, bisschen verkehrt eingeschraubt, aber gehörten ihr selbst, pass auf. Ich runter von meinem Barhocker, swing auf sie drauf los, mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers, weißt du. Und sagt, na Süße, wir beide wollen bestimmt das Gleiche. Oh, sagt sie, ja, lass uns eine Frau aufreißen. Also da war Stimmung, du, Freunde, in der Kneipe. Aber ein Laden, ich meine, nichts gegen Holz am Zoo, aber da drüben, auch Stimmung. Vornehm, da geben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld, da müssen wir hingehen. So. Wahnsinniger Laden. Du, die essen da Kaugummi mit Messer und Gabel. Also, die Leute spielen mit Rouladen-Jojo da. Gibt's keine Servietten, dafür läuft ein großer Bernardiner durch den Raum da. Ja, die Rechnung kommt nur flambiert, weißt du. Da kannst du essen, trinken, sowas von sauber. Da schmeckt alles nach Seife. Und die haben auch alles. Die haben alles. Bockbier, Altbier, Shakespeare. Kürbisbowle mit ganzen Früchten. Beef de Matsch, diese Frikadellen, nicht? Kartoffelpuffer heißen da Pommes de Bordel. Also, die haben da alles. Die haben da alles. Für die dritten Zähne haben die Schabbi mit Nährschutzlotion. Also, die haben, ja, die verkaufen in der Kneipe da drüben sogar Strumpfhosen. Stand auf dem Tresen so ein Schild, Edelzwecker, 4,50 €. Weißt du, die haben, ja. Freunde, die haben da alles. Da müssen wir hingehen. So. Da, Stimmung. Ich hab da vorhin eine Rinderzunge gegessen, die war so frisch, mit der konnte man sich noch unterhalten, du. So. Und da sagt einer, Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Hörgerät, sagt der WBD. Da war Stimmung.
Und der eine, Herr Ober, das Steak stinkt. Da geht er über 3 Schritte zurück und sagt, jetzt auch noch. Da war was los drüben. Und mir gegenüber saß einer, der löffelte sein Steak und hatte immer dieses nervöse Zucken im Hals. Also wie so ein Eintänzer aus der Ischias-Abteilung. Ich sag, was ist mit Ihnen los? Ist es ein Kriegsleiden? Sagt er, nein, mein Mantel hängt da hinten. Das hätten Sie mal auch machen sollen. Ihrer ist schon weg. Also da war Stimmung. Kind. Und da saßen 2 am Tresen, die spielten Talsperre, nicht? Die ließen sich volllaufen. Die badeten ihre Leber in Cognac, nicht? Sagt der eine, du, ich habe im letzten Krieg mit 10 Liter Benzin ein U-Boot versenkt. Sagt der andere, es ist gar nichts, ich habe im letzten Krieg einen Flieger mit der Mistgabel runtergeholt. Sagt er, aus der Luft? Nee, von meiner alten, du. Es ist ja, ne? Da war Stimmung. Ne? Wahnsinnig. Kam einer reingeschaukelt und sagt zum Wirt, du Paul, ich glaube, ich habe Durchfall. Sagt er, wann hast du das bemerkt? Sagt er, eben vor der Tür, als er die Fahrradklammern abmachte. Also wahnsinnig. Sagt er, du, ich habe mal eine Frage, kann man da nicht bei Rot über die Kreuzung gehen? Sagt er, natürlich muss die Arme aber schön hochnehmen. Sagt er, warum denn das? Ja, damit sie dem Krankenhaus das Hemd besser ausziehen können. Es ist ja, hä? Ach ja. So, Freunde, langsam kommen wir zusammen. Schön, es wird langsam gemütlicher. Wir machen gleich das Licht aus, dann kommen wir noch ein bisschen mehr zusammen. Herrlich, Mensch. Schön. Ich habe mich auch, wie gesagt, ein bisschen präpariert. Heute Nachmittag ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Das war nicht meine eigene, aber hat viel Spaß gemacht. Und das sind so die kleinen Scherze, die ich besonders liebe. Kommen nie an, aber ich mache sie trotzdem. Ach, genau, ne, schön. Ich bin ja letzte Woche bin ich erst von Düsseldorf nach Hamburg raufgeflogen. Also mir tun jetzt noch die Arme weh. Also ich habe ja in Düsseldorf ein paar Tage im Krankenhaus gelegen. Ich hatte Meniskusschaden an der Iris. Also ich wollte einem Kind ausweichen und bin von der Couch gefallen. Also Kinder, aber du, Freunde, man muss heute reisen. Das ist schön. Auch Berlin ist immer eine Reise wert, nach wie vor. Ich sage zu manchen immer, Kinder, lasst euch von den Reisebüros verhummeln. Verlebt den Urlaub mal in vollen Zügen. Fahrt mal mit der Bundesbahn. Die haben alles. Bundesbahn hat doch alles. Schlafwagen könnt ihr schlafen. Die haben Speisewagen, da könnt ihr speisen. Die haben Triebwagen. Kinder, die haben doch alles. Das gibt schöne. Gibt es so schöne Reiseziele heute? Macht vielleicht mal eine Pilgerfahrt zum Frankfurter Kreuz runter. Da ist immer was los, oder? Ne? Herrlich. Kinder, oder fahrt mal nach London. London ist schön. London hat 8 Monate Winter, 4 Monate schlechtes Wetter. Das ist schön. Und oder fahrt mal runter in den Süden, Marokko, Sahara. Kennt ihr die Sahara? Unwahrscheinliche Parkmöglichkeiten. Also du, links, wenn man reinkommt, die eingemachten Pyramiden, du, die eingemachten Könige, die Pyramiden da unten, du. Und der Sommer ist da unten so heiß, so trocken. Da laufen die Bäume den Hunden nach unten. Also ehrlich, dann Afrika, da haben 2 Touristen unten am Nil, direkt am Ufer, ihr Lager aufgeschlagen. Nachts schreit der eine plötzlich, oh, mir hat eben Krokodil ein Bein abgebissen. Sagt er, welches? Sagt er, weiß ich doch nicht. Sieht ein Krokodil aus wie das andere, Mensch. Es ist ja, Kinder, es ist, man muss reisen heute. Guck mal, meine Nachbarin zum Beispiel. Die war in den letzten Jahren, war sie in den Bergen, hat sich erkältet. Die wollte beim Echo immer das letzte Wort haben. Und ich sag, wo warst du dieses Jahr? Sagt sie, wir waren in Italien und in Rom. Ich sag, warst du auch im Vatikan? Im Vatikan war ich auch. Ich sag, wie hat denn der Papst gefallen? Ach, er ist ja ein furchtbar netter Kerl, nicht? Aber sie, du. Also ehrlich, es ist ja, hä? Freunde, wenn man heute auf Reisen ist, ich bin das ganze Jahr unterwegs, immer auf Montage. Kinder, man schafft nicht immer das beste Hotel, du. Ich komme um Mitternacht an einen Bauernhof, sagt der Bauer, wir haben nichts mehr frei. Ich sage, hören Sie mal zu, eine kleine Ecke werden Sie für mich haben. Sagt er, höchstens auf dem Heuboden. Ich sage, können Sie mir nicht zumuten, werde ich mich erkälten. Brauchen Sie keine Angst haben, meine Magd, die schläft schon jahrelang oben, hat sich noch nie erkältet. Ich sage, gut, auf Ihre Gefahr hin. Ich die Leiter hoch, dunkel war das oben, stockfinster und kalt. Ich habe oben alles gefunden, auch die Magd. Und wir haben uns zusammengetan in der Kälte, was sollen wir machen? Wir haben richtig ihren Playtex unterwandert, da war Stimmung oben. Und raffiniert war das, Lude. Hinterher sage ich, na mein Dieren, bei dir war ich aber auch nicht der Erste. Nee, der Letzte, morgen gehe ich nämlich ins Altersheim. Da war Stimmung. Ne? Oh, Kinder, man kann was erleben, wenn man unterwegs ist. Du, drüben eben, da muss ich drauf zurückkommen. Ich habe da drüben mit der Toilettenfrau ein paar Worte gewechselt. Also, die war auch sowas von scheißfreundlich. Also, es ist ja, du, aber eine liebe Frau.
Wenn ich da drüben in der Kneipe bin, mit der kann man immer plaudern. Eine ganz liebe, nette. Sagt sie, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, ich war drüben auf den Salmonellen. Ich sag, wo liegen die denn? Sagt sie, weiß ich auch nicht, bin hingeflogen. Also, die, ja. Du, die Frau hat aber Ahnung. Du. Sagt sie zu mir, Fips, bin ich nicht schön braun? Ich sag, die hellste warst du ja nie. Also, das aber, du, sie ist ja ein Kinder, sie ist ja eine Seele von Kamel. Also, richtig so ein, wie sag mal, so ein Panzerkreuzer mit Plüschaugen. Also, die hat so spitze Knie und ist so schwach in der Lende, die hat in der Pubertät mal zu viel Lebertran gekriegt. Also, da haben sie zu viel Weichspüler ins letzte Bad getan. Und jetzt, wie soll ich sagen, jetzt sieht die aus wie so ein ungepflegtes Grab. Also, die hat ein Gesicht zum Eier abschrecken. Sieht sie aus wie Geierwalli. Also wenn sie zu Hause in den Spiegel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. Also die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt. Die haben die Vögel, die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Die haben sie jetzt bei der Barmer Ersatzkasse so mit Hängen und Würgen durch den TÜV gekriegt. So sieht die aus. Hat sich jetzt noch liften lassen. Ja, die hat gehört, dass der Staat bei Altbausanierung einen Zuschuss gibt. Pass auf, da haben sie hier oben über der fünften Rippe operativ so viel weggeschnitten. Wenn die jetzt den Mund zumachen will, muss sie das linke Bein heben. Also, wahnsinnig, die Frau. Ehrlich. Und die war nicht immer deine gekachelten Räumlichkeiten. Hat ja auch schöne Sprüche. Habt ihr auch sowas unten? Schönen Spruch. Willst du wirkungsvoll verhüten, nimm mir Liter Filtertüten. Solche Sprüche. Früher war sie ja noch artig. Da hatte die einen Spruch an der Wand stehen. Eine Hand wäscht die andere. Das sind die schönen Toilettensprüche. Ne? Die sind aus dem Leben gegriffen. Nein, aber die Frau war früher mal Kaufhausdetektivin. Hatte einen Ladendieb geschnappt auf frischer Tat, führt ihn dem Herrn Direktor vor und er sagt, bitte durchsuchen Sie den Mann. Die greift ihn tief in die Hosentasche, der verdreht die Augen, sagt er, na, was hat er drin? Sagt sie, kein Futter. Also, wahnsinnig, da war... So. Freunde. Oh ja, nee, Berlin ist immer noch wieder schön, muss ich sagen. Also hier geht das... Übrigens, gestern hatte ich auch eine schöne Veranstaltung. Gestern war ich in Bad Pyrmont, das war schön. Da haben die Leute vor Begeisterung mit den Gallenstein geklappert. Also da... Ich weiß nicht, wer Bad Pyrmont kennt. Du, die haben ja einen Kursaal in Bad Pyrmont. Alles im Vampirstil mit Gelsenkirchener Barock. Auf den Tischen standen überall diese achtarmigen Kadaver, du. Oh, die Wände Makaroni getäfelt. Freunde, ich weiß, wer kennt den Kursaal von Bad Pyrmont? Es ist ja Wahnsinn. Und da saß, Wolfgang, kennst du den? Ja. Du, da saß gestern Abend, du kannst dir das vorstellen, da saß alles, was Rang und Schulden hatte gestern Abend. Also, ja. Vorne saßen so die Herrschaften in den Smokings, hinten die Leute in den eigenen Anzügen. Also, du, da war Stimmung. Freunde, das waren VIP, Leute, VIP. V-I-P, Worry Impotent People. Und da ging's so richtig, du, da ging's los, ging es ab, es fetzte. Auf einem Tisch lag sogar eine Luftschlange. Da war was los. Das Deodorant der Kellnerin hatte längst versagt, weißt du. Schwitzflecke groß wie Suppentassen. Also, dass ich nicht lüge, Freunde, ich würde sagen, fast alles wie hier heute Abend bei Holst am Zoo. Hohoho, da wird gelacht. Fast den People. Und da ging's so richtig, du, da ging's los, ging es ab, es fetzte. Auf einem Tisch lag sogar eine Luftschlange. Da war was los. Das Deodorant der Kellnerin hatte längst versagt, weißt du. Schwitzflecke groß wie Suppentassen. Also, dass ich nicht lüge, Freunde, ich würde sagen, fast alles wie hier heute Abend bei Holst am Zoo. Hohoho, da wird gelacht. Fast, habe ich gesagt, fast. Der Kellner kam so aus der Ecke etwa, der war auch nur Kellner geworden, weil sein Augenarzt gesagt hat, er soll Gläser tragen. Pass auf, der kam so aus der Ecke und als er durch den Saal ging, da sagt plötzlich einer aus dem Publikum ganz laut, bringt Fips Asmussen schnell mal ein Bier nach vorne. Das war gestern Abend in Bad Pyrmont, war eine schöne Veranstaltung, also. Stimmung war genau wie hier, alles wie hier. Ja, vom Applaus können wir nicht leben. Ich meine, das ist... Kellner oder Kellner, wir können ja heute am Kellnerin sagen, Wolfgang, jetzt hast du es aber eilig, was? Muss ja kein 7-Minuten-Pilz sein. Oh, viel Milch obendrauf. Aber gut gekühlt, muss ich sagen. Ein schnelles, ihr seid von der schnellen Truppe. Normalerweise kommt bei mir kein Tropfen Alkohol auf den Tisch. Ich passe immer auf beim Einschenken. Nee, ich bin trocken, seitdem ich Pampers nehme, aber Kinder, so ein kleines... Was?
So ein kleines Berliner Kindl, darf ich ruhig sagen, ne? Darf man sagen, schönes Berliner Kindl, so mit dem alten Trinkspruch. O Escolab, o halt uns frei von Rizinus und Brunst Tabletten und segne unser Morgenei, das wird uns vom Versauern retten. Prost! Applaus darf einsetzen. Ah. Als wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, Mensch. Hoffentlich ist das nicht so allein da unten, Mensch. Du, da war eine schöne Veranstaltung gestern. Freunde, ich habe da gestern einen Bekannten getroffen von mir. Ich wohne ja auf dem Lande bei Hamburg. Und da habe ich gestern einen Bekannten getroffen. Nach, wenn man auf Montage ist, man trifft ja immer Leute. Irgendwo in irgendeiner Ecke trifft die, wir kennen uns. Nachbarn von mir, ein Landwirt, ein Bauer. Er war knille bis unter die Prothese bis zum Eichstrich, weißt du? Ich sag, Junge, warum säufst du? Hast du Sorgen? Hast du Ärger? Sagt er, Ärger habe ich ja mit meiner neuen Kuh. Die frisst und säuft wie verrückt. Gibt keine Milch, wenn sie bullen soll, steht sie mit dem Rücken zur Wand. Ich sag, wo hast die denn her? Sagt er, aus Friesland. Ich sag, kenne ich, da habe ich meine Frau auch her, du. Es ist ja... Meine, hä? So. Aber Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon so gemütlich zusammensitzen heute Abend, ich wohne gern auf dem Lande. Nichts gegen Berlin, nichts gegen Großstadt, aber auf dem Lande, du, wir haben ja bei uns auch ganz saubere Luft, weil die Bewohner ja nie die Fenster aufmachen, ne? Du, wir... Ja, wir mussten den ältesten Einwohner bei uns vergiften, um den Friedhof einweihen zu können, also bei uns, ja. Tja, und unser Bürgermeister will doch gar keinen Friedhof haben, das ist so ein Typ, der nimmt das Wort Leichenschmaus noch wörtlich, also das ist ein Wahnsinniger. Ja. Aber jetzt haben wir einen schönen Friedhof, auf einem Grabstein steht drauf, hier ruht in Frieden Dr. Horn, hat einer drunter geschrieben und die er behandelte, die liegen weiter vorn. Ah, Kinder. Bei uns auf dem Dorf, du wahnsinnig, immer Stimmung. Bei uns ist ja alles noch alternativ, Regenbogen erscheint bei uns noch in schwarz-weiß, weißt du? Ja, bei uns ist neulich noch eine Frau beim Gardinenbügeln aus dem Fenster gefallen, also wir sind ganz weit zurück. Wenn bei uns mal einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, wo er das Geld hat, also ehrlich, bei uns gibt's Leute im Dorf, die haben noch eine Badewanne mit zwei Abflüssen, einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser, weißt du, bei uns. Alles. Bei uns haben die Bauern kürzlich einen Leistungswettbewerb für Kühe veranstaltet. Und eine Kuh ist aus dem Stand, ob ihr das glaubt oder nicht, 5 Meter hochgesprungen. Den Rekord hat die Jury nicht anerkannt, war ein Kurzschluss in der Melkmaschine. Also man muss ja bei uns auf dem Dorf, du, schön, passiert auch was. Und was wir haben, Freunde, wir haben einen Pfarrer. Aber so, ein moderner, junger, aufgeschlossen, menschlich. Er sagt immer so schön, die Kirche ist der ADAC fürs Jenseits. Also der... Du, der hat Ahnung. Du, ein Typ, der hat Ahnung, das kann ich euch sagen. Der wollte nur den Kaffee über die Grenze schmuggeln. Steckt sich 1 Kilo in den linken Arm, 1 Kilo in den rechten Arm, sagt der Zöllner nach Hochwürden, auch etwas eingekauft. Ja, mein Sohn, 2 Kilo Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Guck mal, das ist unser Pfarrer. Ne, ich meine, Freunde, bei uns, du. Hä? Ah, nein, keine. Bei uns auf dem Lande, du. Und was ein Freunde, und ihr gebt mir recht, was einfach dazugehört, wir haben eine richtige Kneipe im Dorf. Wie sagt man heute? Kommunikationszentrum. Wir Lateiner wissen, was damit gemeint ist. Das ist doch schön. Wir haben richtigen Wirt, ein richtiger, weißt du, ein Wirt von früher noch. Hier. Große stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur, weißt du, der hat ja ein Wirt. Du alte Garde, hier vorne, hier mit diesem, hier noch, Delikatessenschuppen. Aber seine Frau sagt immer, ist doch totschick, wenn ein Arbeitsloser ein Dach über den Kopf hat. Also es ist ja, du, das ist ein Wirt, der geht immer rückwärts aufs Klo, der kann mit seinen großen Füßen so schlecht wenden, also ein Wahnsinniger. Neulich in seiner Kneipe kommt er aus der Toilette entgegen, strahlt mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Ich habe mich eben gezogen, 2x London. Es ist ein Wahnsinniger, genau. Nur sowas. Ihr glaubt es nicht. Ein Typ sagt dann neulich so schön zu mir, wusstest du eigentlich, dass Küssen blind macht? Ich sag, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst. Ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen, du. Das ist, Freunde, das hängt, das muss ich aber erklären. Kinder, das hängt... Ist das für mich? Nein. Freunde, das hängt damit zusammen, der ist mit den Augen nicht gut zu Fuß. Also er behält ja auch beim Schlafen die Brille auf. Er will ja sehen, was er träumt.
Sagt er neulich, ich träume immer in Englisch. Ich sag, was stört dich daran? Sagt er, die deutschen Untertitel. Mit den Augen. Kommt er neulich von der Yacht nach Hause. Ich sag, was hast du heute geschossen? Drachenflieger. Hast getroffen? Nee, aber die Beute hat er fallen lassen. Es ist ein Wahnsinniger. Über den kann ich stundenlang plaudern. Freunde, der hat Sachen gemacht. Ihr glaubt es nicht. Ich sag neulich so schön zu ihm, wie gehst du dieses Jahr eigentlich zum Fasching? Sagt er, nackt auf Rollschuhen. Ich sag, was stellst du da? Sagt er, ein Spielzeug zum Ziehen. Also ist ja Wahnsinn. Ihr glaubt es nicht. Nur sowas. Ich sag zu ihm, du hast neuerdings so eine hohe Stimme. Wo kommt denn das her? Ja, sagt er, ich war im Krankenhaus, hab mir die Mandeln rausnehmen lassen. Ich sag, hör mal zu, davon kriegt man nicht so eine hohe Stimme. Weiß ich, hab verkehrt auf dem Operationstisch gelegen. Du. Es, Kinder, ihr glaubt es nicht. Nur sowas. Ihr glaubt es nicht. Nur sowas. Neulich in seiner Kneipe. Er ist am Einfahren, am Einlappen. Ich sag, warum isst du denn Bohnensuppe mit Ananas? Sagt er, meine Frau hört so gerne Hawaii-Musik. Also nur sowas. Ein Wahnsinniger. Ihr glaubt es nicht. Er, typisch. Er neulich hin zu seinem Hausarzt und sein Hausarzt ist eine Kanone. Der Mann weiß nicht, wie man Hämorrhoiden schreibt, aber der weiß, wo die sitzen. Du, das ist ja... Du, das ist ein Doktor... Du, der operiert nur barfuß, die Socken braucht er für die Narkose, das ist ein Arzt, du. Du, das ist ein Doktor, das ist eine Kalamität, der Mann. Bei Durchfall verschreibt er einen Handstand. Du. Da hat der Doktor gesagt, rauchen Sie viel? Sagt er, 80 Stück am Tag. Sagt er, um Gottes Willen, da rauchen Sie ja von morgens bis abends. Sagt er, nein, von mittags bis abends. Sagt er, was machen Sie bis mittags? Sagt er, husten, Herr Doktor, husten. Sagt er, was haben Sie denn? Sagt er, ich habe zwei Zimmer, Küche und WC. Sagt er, nein, ich meine, was Ihnen fehlt. Sagt er, Bad und Balkon. Es ist ja nur, ich habe mit dem... Sagt er, Herr Doktor, Hand aufs Herz unter Männern, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Dann sagt er, an Ihrer Stelle würde ich mir keine Langspielplatte mehr kaufen. Und was den Sex anbelangt, nur noch 50 Mal, dann ist Feierabend. Der kommt nach Hause, erzählt das seiner Frau, sagt sie, Liebling, für diese 50 Mal, da machst du am besten eine schöne übersichtliche Terminliste. Gesagt, getan, nach 4 Wochen, sagt sie, Schatz, so sollten wir langsam mal anfangen. Sagt er, was heißt hier, wie, du stehst auf der Liste gar nicht mehr drauf, Mensch. Es ist ja, was? Freunde, Das ist eben, ist eine glückliche Familie, eine glückliche Ehe. Ich meine, er wollte ja damals gar nicht heiraten, aber die Kinder waren dafür und er hat, ja... Der hat 14 Kinder, der wird mal an Überzeugung sterben. Also pass auf, der hat so häufig mit Erfolg gevatert. Also den hat man immer Angst zu fragen, was gibt's Neues? Nee? Nicht, seine Frau war ja damals ewig unterwegs zwischen Beichtstuhl und Mütterheim. Also seine Frau, also ehrlich. Nee? Aber hat er früher immer gesagt, ich möchte meine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Nicht? Also, Kinder, die führen, Freunde, die führen eine Ehe. Also, der betet jeden Abend vorm Einschlafen. Lieber Gott, meine Frau ist sehr schön, ich habe sie sehr lieb, aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Nicht? Eine glückliche Familie. Er gibt seinen Kindern immer Knoblauch zu essen, damit er sie auch im Dunkeln finden kann. Also das ist, ja, das ist ja ganz... Da kommt die Kleine neulich nach Hause und sagt, Mami, wir sind in der Schule alle untersucht worden, nur eine ist noch Jungfrau. Sagt, das bist du nicht? Nein, die Lehrerin. Es ist ja, Kinder... Wow! Das sind die Kinder von heute, Da hat der Kleine mal zu ihm gesagt, Papa, gib mal eine Taschenlampe, ich will heute am Fenstern. Sag mal, Junge, wir haben zu unserer Zeit damals auch gefenstert, wir brauchen dazu keine Taschenlampe. Ja, dann guck dir Mama doch mal an. Also das sind, ne? Freunde, Kinder von heute, ein endloses Thema, Freunde. Aber ich muss euch ganz ehrlich ein Kompliment machen, ihr wart, also muss ich sagen, also ich freue mich an der heutigen Zeit, es ist immer schwer, ich freue mich über jeden einzelnen Lacher, das ist heute schwer geworden. Ein Bekannter von mir sagt, Lachen macht dick. Ich sag, wieso denn das? Ja, meine Schwester hat sich kürzlich einen Gastarbeiter angelacht. Die wird jetzt immer dicker. Das ist schwer. Freunde, seien wir doch ehrlich. Seit Einführung der 0,8-Promille-Grenze kommt doch selbst bei Beerdigungen keine echte Fröhlichkeit mehr auf. Ne?
Ich war letzte Woche mit meiner Frau auf einer Beerdigung, eine ganz müde Stimmung. Als die Musik anfing zu spielen, haben wir als Einzige getanzt. Das war schon. Und da haben die alle was ins Grab geworfen. Eine Dame warf einen Blumenstrauß. Ich habe eine Frikadelle reingeworfen. Ich sag, sie meinen Sie, dass er die noch isst? Ich sage, nee, ihre Blumen stellt er auch nicht mehr ins Wasser. Also da. Da war Stimmung. Ne? Da ging ein alter Mann über den Friedhof. Ich sag zu dem, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Ich sag, um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht, nach Hause zu gehen. Es ist ja, hä? Freunde, man muss doch mal drüber sprechen dürfen. Nützt doch nichts. Ich sage immer, ob jung oder alt, irgendwann sind wir doch sowieso alle fällig. Müssen wir über den Jordan. Lange leben wollen wir alle. Alt werden will keiner, oder nicht? Ist doch was dran. Natürlich. Und wenn heute einer stirbt, ist es noch kein Beweis, dass er auch gelebt hat. Für manche Leute ist ein Sarg eine Anschaffung fürs ganze Leben. Ist doch was dran, oder nicht? Mach doch mal Gedanken drüber. Sonst sag ich mein Nachbar so schön, sterben ist gar nicht schlimm. Man fühlt sich nur am nächsten Tag immer so kaputt. Ja, das ist doch eine gesunde Meinung. Wir können doch nichts dran ändern. Ich merk's doch selbst, wie es anfängt. Ich gehe nur auch stramm auf die 40 zu und dann spürt man das schon mal. Gestern Abend, Wolfgang, in so einer Disco drin, sagt plötzlich so ein Typ neben mir, na Opa, auch hier brennt das Altersheim, oder was? So. Freunde, das sind aber Momente. Da wird dir bewusst, dass du für dein Gesicht selbst verantwortlich bist. So. Bitte. Kinder. Nein, ich sage, wie sagte schon Alibaba damals, der Zwillingsbruder von Alimente, der hat ja damals schon unter dem Blausiegel der Verschwiegenheit gesagt, genieße dein Leben, tot sein macht impotent und da ist etwas dran. Denk mal drüber nach. Wie der Kleine zu Hause sagt, Mami, was ist eigentlich Impotenz? Sagt mein Junge, das ist genauso, als wenn man mit gekochten Spaghetti Mikado spielen will. Es ist ja, also Freunde, es ist ja nun. Freunde, man muss über dieses Thema einfach sprechen, Kinder. Und ich sage, solange ihr voll drauf seid, geht wieder um das Volk, bewegt euch wieder, geht wieder los, geht außer Haus, weg von der Flimmerkiste oder lauft mal Amok oder irgend so etwas. Oder macht mal eine Schnitzeljagd in der Schlachterei oder irgend sowas. Geht los, geht weg von der Flimmerkiste. Im Fernsehen gibt es sowieso Sendungen, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet, ne? Ist nicht so? Kinder, geht los, bewegt euch wieder. Bewegt euch oder macht es wie der nackte Lilliputaner, der durch die Lüneburger Heide hüpft und immer sagt, lasst das, Erika. Ihr müsst euch bewegen, Kinder. Ne? Kinder. Ne? Ja, das sind Schmerzen, Männer. Bewegt euch oder geht mal wieder in euch, bohrt mal wieder in der Nase. Die Nase ist heute das Einzige, dass man was rausholen kann, ohne dass das Finanzamt die Hand aufhält. Ich meine, das ist. Ne? Also bitte, zeigt dem Leben die dritten Zähne, auch wenn sie noch nicht bezahlt sind. Es gibt doch heute Leute, die haben so viele Goldblumen im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe, ne? Ja. Ne? Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen, ne, Kinder? Ja, es dreht sich doch heute alles ums Geld. Wem erzähle ich das? Zugegeben, Geld allein macht nicht glücklich. Das muss einem schon gehören. Sagt neulich mein Nachbar zu mir, du, ich habe beim Rennen 100 Mark verloren. Ich sage, was rennst du? Geh langsam, nicht? Es ist ja, was? Freunde! Das liebe Geld, ihr glaubt. Und das ist ein Typ, der kann mit Geld umgehen. Der handelt jetzt mit Brieftauben. Morgens verkauft er sie, abends sind sie alle wieder da. Der hat Ahnung. Der gewinnt auch ewig beim Kartenspiel. Ich sag, versuch's mal beim Pferderennen. Sagt er, nee, Pferde kann man ja nicht mischen. Also ein wahnsinniger Typ. Nur sowas. Freunde, das liebe Geld. Ich merk's am eigenen Leibe, es kneift. Meine Frau arbeitet wieder halbtags. Sie betreut die Kinder unserer Putzfrau. Es wird weniger. Putzfrauen hatten auch früher alle eine Sehnenscheidenentzündung. Was haben sie heute? Einen Tennisarm. Ne? Das sind Themen.
habe gestern erst am Kneif, ich habe gestern erst am Fenderspiel teilgenommen. Wir waren zu zweit, der Gerichtsvollzieher und ich. Gerichtsvollzieher sind sie wie Kinder, nicht? Alles, was sie sehen wollen, sie haben. Du. Oh Gott. Ken! Das liebe Geld. Mich ruft neulich mein Bankdirektor und er sagt, Herr Asmussen, Sie stehen bei uns mit 20.000 Mark im Minus. Ich sage, gucken Sie mal nach, was ich vor 4 Wochen hatte. Haben Sie 5.000 im Plus? Ich sage, sehen Sie, habe ich Sie da angerufen? Also es, nee, das ist aus dem Leben gegriffen. Freunde, das Thema Geld kann man stundenlang drüber plaudern. Denkt an die Steuer, die moderne Art der Christenverfolgung. Ich war letzte Woche bei mir auf dem Finanzamt und habe gefragt, brauche ich als Schizophrener eine zweite Steuerkarte? Sondern natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Also, du, bei uns im Finanzamt, die Jungs haben ein neues Spiel, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, da ist aber was los. Die haben jetzt den Beamtendreikampf eingeführt, knicken, lochen, abheften, da ist was los. Ja, bei uns im Finanzamt, Freunde, wer da fleißig ist, der handelt im Affekt. Das sind die Träger der Nation. Einer träger als der andere, aber Stimmung ist da. Bei uns im Finanzamt hat sich jetzt ein Beamter erschossen, für immer. Und der ist erst nach 3 Stunden umgefallen. So lange die Kugel gebraucht, um das Gehirn zu finden. Es ist ja, Kinder... Freunde, es... Wahnsinnig! Ah, nein. Wenig Beamte hier, Wolfgang, bei dir heute Abend. Wenig Beamte. Oh ja, nee, wenig Beamte. Aber ich muss, Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe ja nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Aber, also, ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat sich gedacht, so können sie den wenigstens nicht wegnehmen. Kam wieder raus, vorne und hinten eine Siegelmarke stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. Nee, ich meine, das... Und das ist natürlich, über den kann ich ja plaudern. Ihr glaubt, also, die sind zu Hause so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Also, pass auf. Ich sag neulich, wie geht's deinem Sohn? Also, die beiden letzten Raten an die Hebamme, dann gehört er uns. Es ist ja ein Wahnsinniger. Also, ein Typ. Habt ihr einen Augenblick Zeit, das muss ich erzählen. Pass auf. Wie soll ich sagen, also, eine große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsscheu. Also, er steht, wie soll ich sagen... Er steht in der Blüte der Arterienverkalkung. Also, er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen. Er steht so kurz vor der Notschlachtung. Wie sagt man so? Ihm ist der Sargdeckel schon so ein paar Mal ins Gesicht gefallen. Also, so eine auf Jung gequälte Tabakruine. Aber immer fröhlich. Immer keep schmeling, wie wir in Hamburg sagen. Ja, er lebt immer nach dem Motto: nicht um alte Liebe trauern, froh auf neue Triebe lauern. Nicht? Ja. Freunde, und dabei ist der faul, der hat in seiner Hochzeitsnacht auf ein Erdbeben gewartet. Also ehrlich, der war, pass auf. Das ist ein Typ, ehrlich, ich sage immer, als Mensch unmöglich, als Schwein zu kleine Ohren. Kennt ihr solche Leute? Ehrlich, ist ein Typ, zu dumm zum Bier holen, fällt hin, verbiegt das 5-Mark-Stück. Kennt ihr solche Leute? Oh, der klaut dir die Brieftasche, hilft dir beim Suchen. Ehrlich. Ein Typ, der war neulich in Amerika als Urlauber, als Tourist und da hat er beim Rodeo, habt ihr mal gesehen im Fernsehen, im Wilden Westen, bei Dallas und so, wo die Pferde mit den Cowboys wegschmeißen, mal gesehen? Da hat er den ersten Preis gemacht und da hat der Fernsehreporter ihn gefragt, wo er das denn gelernt hat. Ja, sagte, meine Frau hat jahrelang Schluck aufgehabt. Also was der alles, Freunde, der hat sein Leben lang dummes, es gibt ja Leute, die haben Legen, pass auf, was muss ich erklären. Ich komme vom Thema ab. Der hat einen Wackelkontakt im Kleinhirn. Den hat der Pfarrer bei der Taufe mal ins Becken fallen lassen. Und jetzt hat er richtig so einen kleinen Riss in der Waffel. Ich sag mal, er hat nicht alle Klötze im Beutel. Also der hat mal die Bibel ins Katholische übersetzt. Also er macht ja nur dummes Zeug. Dann hat er mal den Brockhaus vertont. Also er macht ja nur... Ich sag neulich zu ihm, du hast so eine eingedrückte Nase. Warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Also was der alles schon... Nur solche Sachen. Was der... Ihr glaubt es gar nicht. Alle Berufe durch. Im Spielwarengeschäft hat er Schaukelpferde eingeritten, nicht? Eine Zeit lang war er Vorarbeiter bei den Erwerbslosen. Also was der alles schon gemacht hat. In der Fischfabrik hat er gearbeitet, hat er den Ölsardinen die Augen zugedrückt, bevor sie in die Dose kommen, nicht? Also, nicht? Ihr glaubt es. Schlosser ist er gewesen, immer auf der Suche nach einer losen Mutter. Also was der alles... Ja. Der war sogar mal Zuchthausdirektor, da haben sie den fristlos entlassen, der hat seiner Schwiegermutter gezeigt, wie der elektrische Stuhl funktioniert. Also nur sowas. Ja. Wahnsinnig.
glaube, das kann er. Nur so. Wo der überall gearbeitet hat. Sein Chef hat mal zu ihm gesagt in einer großen Firma, Sie sehen überarbeitet aus, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Machen Sie weiter so. Sie werden im nächsten Monat werden Sie meine Filiale in Brasilien übernehmen. Sagt der Brasilien-Chef, kann ich nicht ausstehen. Nichts wie Nutten und Fußballvereine. Sagt er, hören Sie mal zu, Sie wissen wohl gar nicht, dass meine Frau Brasilianerin ist. Sagt er, Sohn, welchen Verein spielt sie denn? Also ehrlich, es ist ja... Freunde, das ist ein Typ, über den kann man stundenlang... Der ist nicht dumm, der weiß nur wenig. Also der hat seinen Kopf nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Also er sagt ja immer so schön, die Intelligenz jagt mich, aber ich bin schneller. Sagt er mir, oh, neulich war ihm seine Ölrechnung zu hoch, da hat er oben einfach ein Stück abgeschnitten. Jetzt hat er in der Zeitung gelesen, man sollte Obst nicht ungewaschen essen. Was macht er in dem vorherigen Bad? Sagt er, meine Schwester, sagt er, die hat sich jetzt in Hamburg auf St. Pauli im Bauernhof gekauft. Ich sag, das ist doch Blödsinn. Doch, sie hat mir geschrieben, sie ackert auf der Reeperbahn. Also, nur sowas. Ne? Nur sowas! Ihr glaubt es nicht. Neulich am Bahnübergang hängt da oben an der Schranke, ruft der Wärter, was machen Sie denn da? Ich messe die Schranke. Ja, können Sie besser, wenn sie unten ist. Sagt er, nein, ich brauche die Höhe, nicht die Breite. So ein Typ. Schlimm. Ihr glaubt es nicht. Nur, der hat sich noch eine Peperoni auf dem Fernseher gelegt, damit er ein scharfes Bild kriegt. Kennt ihr solche Leute? Nur sowas. Ihr glaubt es nicht. Da fährt er mit seinem Auto bei der Tankstelle vor. Der hat ein Auto. Wenn man da links den Scheibenwischer rausmacht, kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag. Ein unwahrscheinliches Fahrzeug. Da fährt er mit der Blechschleuder bei der Tankstelle vor, schraubt den Tankverschluss auf und pinkelt rein. Da sagt ein anderer, das ist doch nicht normal. Sagt er, nein, das ist super. Also, nur wahnsinnig. Ihr glaubt es nicht. Geschichten habe ich mit dem. Man macht sie nicht alle erzählen. Ganz typisch, ganz aktuell, er rein in die Apotheke und sagt, guten Tag, die Kondome, die Sie mir gestern verkauft haben, die färben ja ab. Da steht ein Opa daneben und sagt, und umknicken tun die auch immer. Es ist ja... Was? Ja, so sieht's doch aus, Freunde. Aber ihr gebt mir recht, ist es nicht schön, dass man in der heutigen Zeit über alles sprechen kann? Die Zeitungen stehen voll davon, man kann alles, ist es nicht schön? Früher war alles anders. Früher hatten wir Ruhe, Ordnung, Sauberkeit. Was haben wir heute? Donnerstag. Ja, es ist doch so. Die Zeit vergeht wie im Fluge, die Jahre gehen dahin. Das wissen wir alle. Stellt euch doch mal vor, 1685 standen die Türken vor Wien. Wo stehen sie heute? Vor C und A. Ich meine, das ist... Ja, das muss... Was? Das ist doch lieb gemeint, oder nicht? Die Jahre gehen dahin. 1641 haben die Ostfriesen die Klobrille erfunden. Erst 1741 haben die Bayern Loch reingeschnitten. Ich meine, das ist doch... Was? Da kann man doch drüber sprechen. Kennt ihr den Unterschied zwischen Türken und Bayern? Die Türken sprechen besser Deutsch. So. Ich dachte, der käme besser an. Kam nicht so gut. Kinder, es ist unsere Zeit. Machen wir uns auch nichts vor, Mädel. Es gibt heute Ehemänner, lassen ihre Frau ins Gras beißen, nur um den Rasenmäher zu schonen. Ich meine, was soll denn das? Andere Ehemänner streuen ihren Frauen Backpuppen in die Bluse, damit sie etwas lockerer werden. Das gibt es. Ist in der heutigen Zeit alles passiert? Freunde, es gibt heute Partnerwahl per Computer. Ist doch menschenunwürdig. Ich habe meine Frau noch ganz normal beim Pokern gewonnen. Ich meine... Freunde, wo soll das hinführen? Es gibt heute große Industriebosse, die kriegen für ihre Tochtergesellschaften Kindergeld. Wo gibt's denn das? In den Kliniken werden überwiegend Zwillinge geboren, weil sich einer alleine gar nicht mehr raustraut, Mensch. Also es... Wo soll das hinführen in der heutigen Zeit? Abtreibungen müssen ins Stammbuch eingetragen werden als entfernte Verwandt. Wisst ihr, was Abtreibung auf Spanisch heißt? Embryo, olé. Muss man alles wissen. Olé, Freunde. Fremdsprachen muss man auch beherrschen heutzutage. Ich kann auch ein bisschen Esperanto, ich war ja ein paar Jahre drüben, weißt du. Man sagt ja heute,
Man sagt ja heute nicht mehr Brathering, man sagt Brethering. Ja, natürlich. Man sagt nicht mehr Unterberg, man sagt Undermountain. Man sagt nicht mehr lieber Paul, man sagt Liverpool. Ne? Ja. Man sagt heute schon Nymphoman und nicht mehr zwangsläufig. Also es muss alles Fremdsprachen. Nicht? Man sagt nicht mehr Nullwachstum, man sagt Impotenz. Also alles, ne? Man sagt heute schon Veterinärtheologe und nicht mehr Schweinepriester. Also alles solche Sachen, Kinder. Es ist, ne? Ist es nicht so in der heutigen... Freunde, das ist doch... Schlag doch heute mal die Zeitung auf, was alles passiert. Ne? Da fehlt dann doch alles, sogar die Worte. Da steigt dann der Fußschweiß auf die Stirn. Doch wahr? Wenn ein Kannibale sagt, man gibt ihm recht, ich hab die Menschen so satt. Ne? Ist doch was dran? Tausende machen heute im Ärgerluft, leider an der verkehrten Stelle. Ist doch was dran? Nun werdet ihr nachdenklich, wa? Bitte? Wie sagt es schon Mafia, der Erfinder der Mafia-Matratze? Der hat damals gesagt, man kann oft gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Und da ist was dran, Freunde. Glaubt mir das. Das ist aber ganz lieb gemeint. Nicht? Schlag doch mal die Zeitung auf, was man alles liest. Hausfrauen sollen sich beim Kartoffelschälen etwas anziehen. Auch Kartoffeln haben Augen. Ich meine, was man alles liest, du. In Australien haben die jetzt Rennpferde mit Kängurus gekreuzt, damit die Jockeys bei Regen beim Trocknen sitzen können. Also alles solche Sachen. Man will die ganzen Tankstellenbesitzer jetzt aufwerten. Die von Aral heißen denn die Aralisten, die von Esso die Esso essen. Die von Shell die Shellisten, nicht nur die von BP, die wollen nicht mitmachen. Also es ist ja, Kinder, man muss Zeitung lesen und man lernt auch durch die Zeitung. Ich weiß aus der Zeitung jetzt, was Shalom heißt, Friede. El Shalom, El Friede. Muss man alles wissen, Kinder. Man bildet sich durch die Zeitung. Ich weiß jetzt, wo beim Baum hinten ist, da wo das Papier liegt. Das sind alles, Kinder, es sind nur Kleinigkeiten. Ich weiß jetzt, was platonische Liebe ist, immer zielen und nie abdrücken. Also alles solche, ne? Man lernt aus der Zeitung. Ich weiß das, warum Maurer im Winter nicht arbeiten, weil dann immer die Bierflaschen platzen. Freunde, das muss man wissen. Ne? Das ist alles ein klein bisschen. Sagt ein Amerikaner zum Italiener, gibst du mir Eisen, gibst du mir Stahl, ich baue einen Flugzeugträger. Sagt der Italiener, si, si, gibst du mir deine Schwester, ich mache die Besatzung. Es ist ja, Das ist international. Da sagt der Pfarrer zum Küss, das ist kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn heute? Das hat der Hertha gegen Blau-Weiß. Freunde, nein, Spaß. Du, ich hab mal in Hamburg gestanden, damals als HSV noch besser war als St. Pauli. Das ist ja auch lange vorbei. Die haben zwar noch mehr Punkte im Moment, nur einen, aber das wird sich alles wieder verlagern. Aber Hertha kommt ja wieder, habe ich mir sagen lassen. Ein Unentschieden nach dem anderen, das geht ja wieder rauf, du, das geht ja. Das ist. Nein, die kommen wieder. Ich meine, Pfiffi, ich glaube, du steigst irgendwann nochmal kräftig ein. Wenn du nur mit deiner psychologischen Erfahrung und allem. Das bringt schon etwas heute. Nur mal wechseln, zwischendurch anderen Trainer. Nur, dass du da bist, dass die Presse wieder voll ist. Pfiffi, dann kommt das alles wieder, automatisch. Dann spuren die Jungs wieder. Kinder, ich habe in Hamburg gestanden unter 60.000, du damals. Ich weiß nicht, wer das spielte. Meppen gegen HSV oder was spielte da. Ist egal. Du, oben in der Westkurve habe ich gestanden, du. Du kannst nicht vor, nicht zurück, nicht links, nicht rechts. Und plötzlich fängt das an zu kneifen. Kennt ihr das Gefühl? Aua, aua. Ich sag so beim Hintermann, lass mich mal raus, da gibt's keine Toiletten. Ich sag, natürlich steht doch dran, da 0-0. Sagt er, nein, das ist das Halbzeitergebnis. Sagt er, aber wenn Sie das wirklich nicht mehr halten können, dann machen Sie einfach Ihrem Vordermann in die Tasche. Ich sag, wenn der das merkt, sagt er, wieso, haben Sie denn das gemerkt? Also da war Stimmung. Das? Freunde, ich will nicht mehr zu viel plaudern. Ihr wollt auch noch ein bisschen tanzen, ich weiß es. Ich habe mir sagen, es gibt auch noch was zu essen. Wolfgang, ist das richtig? Denn ich kann an dieser Stelle schon mal ganz kurz im Vorweg sagen, NZD, nichts zu danken. Ja, ich muss heute Abend früh ins Bett, ich muss morgen spät wieder raus. Und ich weiß, man kann nicht bei jedem Abgang Applaus erwarten, aber... Der schönste Fall ist nun mal der Beifall und der schönste Schlaf ist der vor Mitternacht. Freunde, ich muss es sagen, große Ereignisse werfen ihre Schatten unter die Augen. Ihr werdet jetzt sehr überrascht sein. Ich mache jetzt in Kölnisch Wasser, ich verdufte. Ich mache etwas, was Politiker auch hin und wieder mal tun sollten. Ich trete zurück, ich subtrahiere. Denkt immer daran, auf einen dummen August folgt selten ein kluger September. Wenn ihr nachher
Diese heilige Stätte holst am Zoo Verlass, Kinder, draußen, das Wetter hat sich beruhigt. Macht keine Dummheiten. Wenn ihr welche macht, macht sie nett. Denn denkt immer daran, die drei schönsten Dinge im Leben sind Essen und Trinken. Sollten wir uns bis Silvester nicht mehr sehen, wünsche ich den anwesenden Damen natürlich alles, alles Gute. Von vornherein den Herren einen guten Rutsch. Seid immer schön artig oder seid schön unartig. Macht auch sehr, sehr viel Spaß, habe ich mir sagen lassen. Freunde, denn nur wer Spaß versteht, weiß auch, was ernst ist. Albernheit ist nach wie vor die Erholung von der Umwelt. Sollte hier heute Abend irgendjemand den Kopf geschüttelt haben, dann soll er sich erst vergewissern, wer überhaupt einen hat. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Tschüss in den Wind. Wünsche euch das Beste vom Besten. Verbleibe in den besten Wünschen für euch der große Fröhlich aus dem Norden. Euer Fips Asmussen. Tschüss.